Bergdolt reif und nett und Leib und Seele eine Rotwein-Cuvée. Ja, vermutlich eine Rotwein-Cuvée aus der Pfalz. Ich kenne eine Mitarbeiterin von denen und die fand ich total sympathisch. Zack, direkt schon irgendeine Meinung davon gebildet, ne? Geht ja so schnell. Nee, Etikett finde ich leider Gottes überhaupt nicht attraktiv. Finde ich wirklich langweilig. Leib und Seele nennt sich der Wein. Wenn man so hochtrabende Titel für seinen Wein nimmt, finde ich, kann man auch ein bisschen mehr Power in die Gestaltung der Etiketten stecken. Ist gar nicht geschehen. Okay. Wir probieren ihn aber. Puh, okay. Das riecht wahnsinnig süß. Also weg von Himbeere und Brombeere hin zur so einer Erdbeermarmelade. Also was ganz viel Zucker hat, was er aber nicht hatte. Ich glaube, der ist trocken ausgebaut. Und Vanille, aber überspitzt. Also nicht sehr charmant eingebaut. Also ich habe keine Ahnung, was die anderen Rebsorten sind, was da drin ist, was dem diesen Geschmack gibt, den er letztendlich hat. Das ist volle Lotte vanillig und karamellig und süß und zuckerwattig irgendwie und nicht schlecht, um Gottes Willen. Also der ist wirklich nicht schlecht, aber gut ist er auch nicht für mich. Und keine Ahnung, ich kann es super schlecht definieren diesmal, was es ist. Also ich bleibe bei dieser Erdbeermarmelade. Bei einer bisschen billigeren, irgendwie aus dem Supermarkt. Nee, also nicht sehr elegant eingebaut alles irgendwie. Ich finde den, man kann es so sagen, von allem ein bisschen zu viel. Zu viel Erdbeere, zu viel Vanille, zu viel Süße, obwohl er gar nicht süß ist irgendwie. Und ja, aber für die Schleckermäulchen da, also die gerne mal ein bisschen Süßeres haben wollen. Der beamt euch zwar weg, der hat 13%, also nicht zu viel trinke davon, aber der wirkt süß, ohne süß zu sein. Vielleicht war er so gewollt, dann ist er gut gemacht. Dann ist er gut gemacht. Ja, nee, wäre nicht meins. Wäre nicht meins, den würde ich spucken. Nein, also es lässt sich, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, ob es jetzt trocken ist oder nicht trocken ist. Aber es ist schon alles sehr, sehr indifferent. Nein, das spucke ich aus. Spucken. Leib und Seele rot von Bergdolt Reif und Nett. Eine Cuvée. Riecht aber sehr gut, sehr fruchtig. Schmeckt gut, ausgewogen, nicht zu trocken. Für mich gut als Nicht-Weintrinker, relativ als Nicht-Rotweintrinker, relativ schlank, guter Trinkfluss. Also, der schmeckt mir, da würde ich auch mehr als ein Glas trinken. Cheers.